Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Kanal heißt Notizhefte und ich bin Norman Weiß. Das heutige Video ist ein Lesevlog. Und ich werde ein bisschen über Bücher sprechen, die ich aktuell lese, werde auch in ein paar Bücher hineinlesen, um mich zu entscheiden, ob ich sie demnächst lesen soll. Und zwischendurch zeige ich euch auch ein paar Fotos, die so ein bisschen Stimmung schaffen und zeigen, was ich auch in den letzten Wochen so gemacht habe. Das erste Buch, das ich zeigen und über das ich sprechen möchte, ist dieses hier, Feuer der Freiheit von Wolfram Eilenberger mit dem schönen, sprechenden Untertitel Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943. Eilenberger stellt hier vier Frauen vor und widmet sich ihrem Leben, ihren Beziehungen, aber vor allem auch ihrer politisch-philosophischen, gesellschaftlichen Arbeit, dem, was sie tun, was sie produzieren und wie sie versuchen, Einfluss auf die Diskussion zu nehmen, auf die Diskussion ihrer Zeit, vor allem aber natürlich dann auch nachwirkend in späterer Zeit, wenn der Krieg vorbei ist und wir heute, aber vor allem auch in den Jahrzehnten seither, diese Werke rezipieren und auch Bezug auf die Frauen und ihre Tätigkeit und ihre Ergebnisse nehmen. Es sind dies Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand. Ich gestehe, dass ich von Ayn Rand vorher noch nie etwas gehört habe und auch von dem Buch, über das Eilenberger hier hauptsächlich mit Blick auf diese Autorin spricht, vorher nichts wusste. Umso interessanter ist es, über diese Autorinnen zu erfahren. Und ja, wie soll ich sagen, es ist ja immer so eine Gratwanderung, wie ich finde, diese Art der fiktional faktenbasierten Annäherung an Personen, die tatsächlich gelebt haben, und dann steigt der autoriale Erzähler in deren Kopf und erzählt uns, was sie denken, fühlen, sagen. Obwohl das natürlich in dieser Art und Weise nicht zwingend überliefert ist und eben einerseits Rekonstruktion aus Briefen, aus Tagebucheinträgen oder aus dem Werk selber ist. Und dann kommt natürlich das dazu, was der Autor sich selber ausdenkt, was er hinzufantasiert. Ja? Klassisches, abschreckendes Beispiel, da habe ich ja schon öfter erwähnt, Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen von Volker Weidermann. So ist es hier nicht. Es ist basierter und es wird transparent gemacht, auf welche Tagebucheinträge, auf welche Briefe sich Eilenberger bezieht. Und er profitiert auch davon, dass die Frauen alle Denktagebücher und Werktagebücher und normale Tagebücher geführt haben und also tatsächlich viel Material vorliegt, sodass man eben nachvollziehen kann, wie diese Konstruktion und das Factional tatsächlich einzuordnen ist. Es ist locker leicht erzählt. Wie soll man sagen, es ist keine handbuchartige Einführung in das Werk der vier Autorinnen, sondern es verbindet ihr Denken und ihr Tun mit den Zeitumständen und versucht auf diese Weise eine gewisse Zugänglichkeit herzustellen. Das persönlich finde ich eigentlich ganz gut und die eigentliche Arbeit muss dann im nächsten Schritt geleistet werden und dann, wofür man sich interessiert, was einem thematisch nahesteht, sollte man dann zu dem Werk der vier vorgestellten Autorinnen greifen. Aber das ist dann späteren Zeiten vorbehalten. Also, das ist dieses Buch
Feuer der Freiheit von Wolfram Eilenberger, erschienen bei Klett-Cotta. Ich habe jetzt mal etwas in das Buch von David Miller hineingelesen, Fremde in unserer Mitte, politische Philosophie der Einwanderung. Das Thema Einwanderung wirft gewichtige gesellschaftspolitische, moralische und ethische Fragen auf, die seit einiger Zeit im Zentrum intensiver Debatten stehen. Der renommierte britische Philosoph David Miller verteidigt in seinem Buch eine Position zwischen einem starken Kosmopolitismus, der für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und offene Grenzen plädiert, und einem blinden Nationalismus, der oft in pauschale Ausländerfeindlichkeit und dumpfen Rassismus umschlägt. In ständiger Auseinandersetzung mit Gegenargumenten entwickelt er seinen Standpunkt, der die Rechte sowohl der Immigranten als auch der Staatsbürger berücksichtigen soll und einen schwachen Kosmopolitismus ebenso einschließt wie das Recht von Nationalstaaten, ihre Grenzen zu kontrollieren. Ziel von Millers Ausführungen ist eine Immigrationspolitik liberaler Demokratien, die so gerecht ist wie möglich und so realistisch wie nötig. Ein beeindruckend präzise und nüchtern argumentierendes Buch, das zum Nachdenken anregt und zum Widerspruch reizt, so der Klappentext. Und tatsächlich wird dieser Eindruck auf den ersten Seiten bestätigt. Interessant ist dann auch der Nachtrag, der angesichts der Migrationsbewegung des Jahres 2015 geschrieben wird. Da war das Buch nämlich schon fertig, als dann die bekannten Dinge passiert sind und die bekannten Reaktionen der europäischen Regierungen auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen Seite herbeigeführt haben. Und
Das ist dann sozusagen gleich der Testfall für die Theorie, die der Autor hier aufstellt, und in einem ersten Rettungsversuch ordnet er das dann eben auch irgendwie ein. Insofern ist das ein Buch, was mich von vornherein interessiert hat, und beim Anlesen hat sich der Eindruck bestätigt, dass das ein abgewogen argumentierendes Buch ist, das jetzt nicht auf Teufel komm raus eine Position für die allein Seligmachende hält. Das ist im Leben selten so und natürlich auch bei dieser Frage nicht. Das ist das, was mich an dem Buch interessiert und worauf ich mich dann auch freue. Ich hoffe, dass ich mit dem Buch dann auch bald anfangen kann und mich etwas intensiver mit diesen Fragen auseinandersetzen kann. Guten Morgen, heute ist Sonntag, es ist gleich 7 Uhr und ich sitze, wie ihr sehen könnt, beim Frühstück. Heute kein Samstagsfrühstück, sondern ein Moment des sonntäglichen Frühstücks. Ich sitze hier mit Müsli und Orangensaft, mit schönem altostfriesischem Sonntagstee, den ich sonntags immer trinke, und natürlich auch mit ein bisschen was zu lesen. Ich habe eben wieder zwei Geschichten aus diesem schönen Buch Tour de France gelesen, Frankreich in kleinen Geschichten, meine Begleit- bzw. Vorbereitungslektüre für dieses große Buch über Frankreich, den fremdgewordenen Nachbarn. Da bin ich jetzt wieder eingestiegen und gerade war eine interessante Geschichte über die unterschiedliche Wahrnehmung der Esskultur im Elsass, die also von Ludwig XIV. Gepriesen worden war, aber eben so im 12. und 13. Jahrhundert gar nicht so hoch im Ansehen stand, sondern sich erst später entwickelt hat und dann insbesondere nach 1780 mit der Erfindung der Horribile Dictu, Gänsestoff-Leberpastete, einen ihrer ersten Höhepunkte erreicht hat. Und wie gesagt, die kleinen Geschichten dieses Buchs machen es immer möglich, da hineinzuschauen. Das abschnittsweise Lesen, das ja manchmal ganz angenehm sein kann, ist auch einer der Vorzüge dieses Buchs hier, Dean Utter, The Black Flamingo. Das ist eine Geschichte über einen Jungen, ich glaube, es geht los, als er 10 oder 11 ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, und beschreibt seine Entwicklung, ein kombiniertes Coming of Age und Coming Out, und wie er zu einem Dragstar wird. Und das Ganze ist in so einer Mischung aus Versform, SMS-Nachrichten, Chats und auch kleinen Briefchen verfasst. Es gilt als Kinderbuch, versucht also den Gleichaltrigen die Probleme dieses Jungen namens Michael hier nahezubringen. Das gelingt, wie ich finde, auf eine ganz interessante Art und Weise. Das Buch ist eingängig geschrieben, spart keine Probleme aus und das ist so ein bisschen auch ganz gut gemacht, dieses Herantasten an Weiterentwicklungen, wie sie sich eben in der Pubertät stellen, und verhandelt aber auch natürlich Themen von Diskriminierung, Rassismuserfahrung, Umgang mit, im Englischsprachigen werden die Dinge ja anders benannt, mit Mixed Race. Und ja, also eine interessante Lektüre, die sich eben auch immer ganz gut abschnittsweise bewerkstelligen lässt. Etwas, das mir momentan ganz gut in den Kram und die Lebensumstände passt. So viel für den Moment. Jetzt frühstücke ich erstmal in Ruhe weiter und der Vlog schaltet sich dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein. Bis dahin. Zum Abschluss des Vlogs möchte ich noch über ein Buch oder ein Büchlein sprechen, nämlich diese kleine
Broschüre, die ich gleich näher zeigen werde, die aber eine ganz lange Vorgeschichte hat. Und dazu gleich mehr. Es gibt ein Buch, das ich in zwei Auflagen besitze. Es handelt sich um eine dreibändige, beziehungsweise in der zweiten Auflage vierbändige Darstellung des klassischen Gesangs, also Oper und Kunstlied, zum Teil auch Oratorium, und zwar primär und festgemacht an Aufnahmen, also Schellackplatten, Langspielplatten, CDs. Das ist die erste Auflage, Jürgen Kesting, die großen Sänger, in drei Bänden erschienen, und es gibt, wie gesagt, noch eine zweite. Die ist aus den 80er Jahren, die lag damals, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, unter dem Weihnachtsbaum. Ja, ich habe die drei Bände von Anfang an komplett durchgelesen und dann viele Jahre später die, Gott sei Dank, preisreduzierte zweite Auflage dann in Hamburg gekauft. Auch daran kann ich mich noch gut erinnern. Sie ist längst nicht so schön aufgemacht wie die erste. Aber es gibt eben eine Fortführung dann bis in die 90er Jahre, glaube ich. Sprechen möchte ich jetzt über ein Kapitel, das einer relativ unbekannten oder inzwischen relativ unbekannten Sängerin gewidmet ist, nämlich Magda Olivero, geboren 1912. Und warum ich das jetzt erzähle, hängt eben, wie gesagt, mit dieser kleinen Broschüre zusammen, die ich jetzt neu erworben habe. Camp singen, Doppelpunkt, Magda Olivero. Am 4. Dezember 1977 erinnerte der amerikanische Kritiker Peter G. Davis in der New York Times an Nächte in der Oper, die durch bloße Präsenz von Maria Callas, Renata Tebaldi oder Zinka Milanov erregender waren. Er berichtet, dass sich ein junger Mann wegen einiger kritischer Anmerkungen über Tebaldi Stockschläge von einer erbosten alten Dame eingehandelt habe und stellte die Frage, ob man sich auch um Montserrat Caballé schlagen würde. Es war die rhetorische Einleitung zu einer Hymne auf eine Operatic Personality, die auch solche Devotionen und fieberhafte Frenesie auslöste. Magda Olivero, und die hatte zu diesem Zeitpunkt im Alter von über 60 Jahren erst vor kurzem ihr Debüt an der Met hingelegt. Das wird jetzt im Einzelnen ausgehandelt. Es geht um die Karriere, die sie gehabt hat. Es geht um die Art, wie sie singt. Und dass also die Begeisterung so groß ist, wie für das Comeback von Horowitz oder für eine besonders gefeierte Vorstellung von Joan Sutherland. Also eine exaltierte Publikumsreaktion auf die Art des Gesanges dieser Sängerin. Nachdem er eine neuerliche Kritik von einer Aufführung zitiert hat, schreibt Kesting weiter: Eine aufschlussreiche Beschreibung einer Kunst, die nach einem von Susan Sontag eingeführten, unübersetzbaren Begriff campy ist. Eine Zelebrierung des zugleich naiven und manierierten, des zitierten und sich selbst parodierenden. Olivero betreibt im Singen eine Theatralisierung des Erfahrenen. So bin ich vor vielen Jahren neugierig geworden auf den Begriff der Camp-Kunst, habe das aber zugegebenermaßen aus den Augen verloren. Aus den Augen, aber nicht aus den Ohren, denn natürlich besitze ich Aufnahmen mit Magda Olivero, und was würde sich besser eignen, um an diese Künstlerin zu erinnern, als Verismo-Aufnahmen, denn das war ja ihr ureigenes Terrain, auf dem sie sich bewegt hat, also Fedora und Ausschnitte aus Francesca da Rimini, alles Dinge, die eben in diesem längeren Kapitel ausführlich erwähnt werden. Und jetzt habe ich endlich Susan Sontag Notes on Camp gekauft, also jenen Essay, der erstmals in einer Kollektion 1966 erschienen ist, aber seinerseits schon ein bisschen älter ist, Anfang der 60er Jahre erschien. Und hier setzt sich Sontag eben mit diesem Begriff der Camp-Kunst auseinander, was das bedeutet, wie das aufzufassen sei. Und ich bin jetzt mal gespannt, die Originaldarstellung mit dem zu vergleichen, was Kesting aus seiner Lektüre gemacht hat und wie das dann mit meinen Höreindrücken von Magda Olivero
irgendwie in Einklang zu bringen ist. Aber das ist auch etwas, was jetzt in nächster Zeit ansteht. Das war an diesem etwas trüben Sonntag der Abschluss des Lesevlogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mit ein paar schönen Bildern entlasse ich euch dann in die Zeit nach dem Video. Ich hoffe allerdings, dass wir uns bald bei einem meiner neuen Videos wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.